Wir schauen uns heute mal ein Polierzubehör an, was in keinem Polierset fehlen darf. Wird meistens immer nicht so stark beachtet, aber spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das ist hier das Klebeband, speziell diese Tapes zum Polieren, mit denen man verschiedene Teilbereiche abkleben kann, empfindliche Oberflächen oder auch kleine Ecken und Kanten, die mit der Maschine nicht berührt werden dürfen. Und darum haben wir hier mal einen schönen Turm für euch aufgebaut. Und ihr seht schon hier an der Spitze thront auch ein ganz spezielles Klebeband. Das ist sogenanntes Paketband. Und wir haben auch hier ein paar Beispiele mit, die man vielleicht nicht unbedingt einsetzen soll. Sollte hier auf dem Fahrzeuglack, um da die bestimmten Bereiche zu schützen. Also verschiedene Marken mit dabei. Paketklebeband kann ich euch gleich sagen, das legen wir gleich zur Seite, weil das hinterlässt unschöne Klebereste auf der Fahrzeugoberfläche. Wir können euch das dann gerne nochmal zeigen, aber das geht hier nicht direkt mit in den Test rein. Ich wollte es euch aber mal zeigen, also das nicht mit einsetzen. Dann haben wir hier noch eine weitere Alternative auf der Spitze unseres kleinen Turmes und das sind die Kreppbänder, die auch die Malermeister in den Einsatz nehmen. Vielleicht um Türschalter abzukleben, unten am Boden irgendwelche Zierleisten, um dann in Ruhe streichen zu können und da diese Sachen nicht mit Farbe zu benetzen. Und die werden wir auch mal mit in den Test nehmen und schauen, eignet sich das vielleicht als Alternative oder soll man wirklich hier diese berühmten Tapes einsetzen? Einmal von CarPro habe ich welche mitgebracht, dann haben wir hier von 3M das ganz bekannte Scotch Tape in blau gehalten und hier versteckt sich noch ein gelbes Band von HPX, das Abklebeband. Die drei werden wir in den Einsatz nehmen und das Malerkrepp noch als Alternative. Viel Spaß jetzt bei dem kleinen Test und ich bin gespannt, gibt es Unterschiede zwischen diesen einzelnen Tapes und was lohnt sich hier preis-leistungsmäßig? Viel Spaß! Kommen wir erstmal hier zu unseren Testkandidaten. Wir haben einmal hier von HPX das Tape mitgebracht. Das hat eine Länge von 25 Meter und hat eine Breite von 25 mm und kostet ungefähr 3 Euro. Hier Nummer 2 von CarPro das Masking Tape, 24 mm breit und hier sind 40 Meter auf so einer Rolle drauf. Und es gibt auch nochmal von diversen Klebebändern auch nochmal unterschiedliche Breiten. Also auch vom HPX gibt es noch schmalere und auch noch breitere. Wir haben aber geschaut, dass die alle von der Breite relativ gleich sind. Hier das Scotch Tape von 3M in blau gehalten, 24 mm auch breit und das ist auch 50 Meter lang, kostet ungefähr 5 Euro und hier habt ihr auch nochmal eine schmalere Version. Da müsst ihr einfach mal schauen, was dann für euch am besten geeignet ist. Und als letztes hier das Maler Crepe Tape, das gibt es in unterschiedlichen Längen und Preisen. Da habe ich jetzt keine Richtwerte, kostet auch so um die 2 bis 5 Euro. Gibt es auch völlig unterschiedliche Möglichkeiten hier von der Form und Preisgestaltung. Könnt ihr euch einfach mal umschauen, wir nehmen das heute mal mit in den Test rein. So, dann fangen wir mit der ersten Kategorie an und das ist das Handling und wie lässt sich hier generell mit dem Klebeband arbeiten. Fangen wir hier oben mit dem HPX an. Suche ich mir mal meinen Anfang raus und das lässt sich wirklich sehr, sehr leicht hier von der Rolle abziehen, gibt es überhaupt keine Probleme. Fühlt sich relativ dünn an und wir machen im Anschluss auch nochmal einen kleinen Test hier, Thema Dicke. Aber erstmal klebe ich das hier auf und lässt sich super leicht abreißen, also da gibt es überhaupt keine Probleme. Das CarPro. Ja, hier muss man doch etwas stärker ziehen, aber auf jeden Fall alles noch im Rahmen. Auch hier von der Dicke her, ja, etwas dicker gehalten als das HPX. Und vom Abziehen her, ja, etwas stärker, aber jetzt nicht irgendwie das Problem, dass man hier stark ziehen muss. Das 3M Scotch Tape, auch hier suchen wir uns mal den Anfang. Das fühlt sich etwas weicher an als die anderen beiden. Auch ja, relativ dick, ähnlich wie das CarPro. Kleben wir auch mal auf. Und das lässt sich ähnlich abreißen wie das CarPro auch. Und dann kommen wir hier zu unserer Alternative, das Maler Crepe Tape. Lässt sich auch super einfach abziehen. Von der Dicke her, ja, ähnlich dünn wie das HPX. Und das kleben wir jetzt auch mal hier auf. Und das lässt sich auch easy abziehen. Also da gibt es eigentlich bei allen Vieren keine Probleme, lassen sich soweit gut handeln. Kategorie 2, die wir uns jetzt anschauen, die Haltbarkeit des Klebematerials. Nicht des Bandes selber, sondern wie gut oder wie oft kann ich hier das Klebeband nochmal abziehen. Vielleicht muss ich es nochmal umpositionieren und dann löst sich vielleicht schon das erste Band ab, hält nicht mehr so gut. Das probieren wir jetzt aus. Ich fange hier oben beim HPX mal an. Also lässt sich super leicht wieder entfernen, auch wieder gut aufkleben. Und ich werde es jetzt hier mal ein paar Mal wieder abziehen und aufkleben und schauen, lässt es irgendwie nach von der Klebekraft. Also da kann ich bis jetzt nichts Negatives hier feststellen. Also wenn ihr euch dann mal hier verklebt oder so oder eine Ecke nicht richtig erwischt habt und müsst das Band nochmal abziehen, dann lässt sich das wirklich bequem nochmal aufkleben und von der Klebekraft her kann ich jetzt hier keine Einschränkung erkennen. Also da gibt es keine Probleme. Schauen wir hier beim CarPro nach. Ja. Und ihr hört, das klebt
etwas stärker auf der Fläche drauf. Beim zweiten Mal aufkleben. Klebt nochmal gut. Aber ihr hört schon, es ist ein deutlicher Unterschied. Aber bis jetzt hält es eigentlich immer wieder. Und kann jetzt eigentlich auch hier nichts Negatives erstmal feststellen. Das sollte jetzt eigentlich auch ausreichen. Also ihr könnt das auch mehrmals nochmal abziehen und wieder aufkleben, ohne dass es hier zu Problemen kommt. Schauen wir beim 3M nach. Ja, und das klebt vom Gefühl her eigentlich am stärksten. Man hört es auch am Geräusch, dass man wirklich hier einiges an Kraft aufwenden muss in Klebebandverhältnissen. Also ich muss hier nicht stark ziehen, aber man merkt deutlich, dass das wesentlich stärker an der Oberfläche haftet, als zum Beispiel das HPX, was sehr, sehr leicht wieder abzuziehen ging. Aber von der Haltbarkeit her, das hält sich eigentlich voll in Grenzen. Hier gibt es eigentlich keine Einschränkung. Nein, lässt sich auch immer wieder kleben und verliert jetzt nicht an Haftung. Noch einmal. Ja, ist völlig okay. Kommen wir noch hier zum Malerkrepp. Und das lässt sich auch am Anfang nicht mal gut abziehen. Aber ihr seht vielleicht hier die kleinen Klebeflecken, die drauf sind. Und ich kann euch eins sagen, das lässt sich nach 2-3 Mal sofort wieder abziehen. Also von der Haltbarkeit her, ihr seht, das geht total easy. Wenn ich hier mal mit der Hand drüber reibe, ja, dann löst sich das sofort ab. Also das ist hier, wenn da jetzt die Maschine rüber geht, dann hast du kein Klebeband. Wenn hier die Maschine rüber geht, wie Lars schon sagt, dann ist es weg. Also von der Haltbarkeit her, mehrmals aufkleben, nicht unbedingt der Hit. Also da punkten auf jeden Fall hier die Qualitätsbänder. Machen wir auch nochmal hier den Test. Erstmal. Und sobald da eine kleine Ecke sich löst, ja, dann habt ihr schon hier das in der Hand. Hier oben bei dem alles gut. Hier oben auch gut. Und hier bei den Kanten auch gut. Und hier beim Crepe, ja, da seht ihr schon, ich krieg's schon gar nicht mehr hier raufgeklebt. Und, ja, okay, also das scheidet hier bei dem Test schon mal aus. Eignet sich hier für solche Aktionen einfach nicht. Machen wir noch so einen kleinen zusätzlichen Handling-Test. Und zwar, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal mit so einem Klebeband gearbeitet habt. Klebt das in Ruhe auf. Und jetzt habt ihr hier gemerkt, ach verdammt, irgendwie ein bisschen schief aufgeklebt. Ich muss es nochmal abziehen. Und dann fangt ihr hier an, das abzuziehen. Aber schaut nicht genau hin und ihr habt noch vielleicht etwas Wind hier in der Garage und dann verdreht sich das Klebeband und es kommt hier Klebefläche auf Klebefläche drauf. Und das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr zu Hause hier mit Klebeband mal gearbeitet habt. Jetzt ist es teilweise unmöglich, das wieder auseinander zu bekommen. Und ja, normalerweise wäre das jetzt Schrott. Und wir testen mal beim HPX, ob man das Band noch retten kann. Wenn man jetzt hier nämlich etwas an den Kanten zieht, kann man das noch ohne Probleme wieder voneinander lösen. Weil die Klebekräfte hier nicht so extrem stark sind. Finde ich gut. So können wir es auf jeden Fall nochmal retten. Und wir können auch mal schauen, ob wir es nochmal aufkleben können. Ganz flächig. Das funktioniert, wir ziehen es auch nochmal ab und kleben es jetzt sozusagen nochmal komplett gerade auf. Das funktioniert also positiv. Schauen wir mal beim Carpro nach. So, jetzt kommt hier ein bisschen Wind, das rollt sich vielleicht etwas ein, verdreht sich und jetzt habt ihr das Problem, es muss auf jeden Fall, ja, es klebt deutlich zusammen. Hier muss man auf jeden Fall aufpassen und hier reißt es auch schon ein. Also, das Klebeband wäre danach Schrott. Wenn sie es richtig eingedreht hat und ihr habt nicht aufgepasst, dann ja, müsst ihr es leider entsorgen an der Stelle und könnt es nicht nochmal nutzen. Das reißt dann sofort ein und die Klebeflächen aufeinander haben viel zu starken Halt, um hier wieder vernünftig getrennt zu werden. Ich habe die nochmal drauf geklebt und jetzt wird es hier schon unmöglich. Also, ja, nee, ist nicht machbar. Schauen wir mal beim 3M nach. Auch hier verdrehen wir das mal, kleben das aufeinander und jetzt versuchen wir das mal irgendwie wieder voneinander zu lösen, aber ich glaube, das klebt noch stärker wie das Carpro. Also beim 3M, das kriegt er auch nicht mehr auseinander. Ich mache nochmal eine zweite Aktion hier. Zieh nochmal so. Ja, ihr macht euch auch die Klebekanten kaputt. Ja, ihr seht es. Also hier wird der Klebstoff schon komplett aufgerissen. Das also auch danach Schrott, wenn es wirklich zusammenklebt. Und beim Malerkrepp. Das muss hier mal, wenn das sich hier eindreht,
Das lässt sich auf jeden Fall wieder einfacher voneinander lösen. Oh, das verklebt nicht mehr lange. Ja, das ist das Problem einfach. Ich merke jetzt schon, dass die Klebeleistung komplett null ist. Also der Punkt geht hier definitiv ans HPX in dieser Kategorie. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist hier der Belastungstest, weil ihr arbeitet ja mit einer Poliermaschine und ich habe schon eine vorbereitet und nehme jetzt einfach mal hier die Heavy Cut Compound von Menzerna in den Einsatz und wir polieren sozusagen mal auf die Klebebandkanten drauf und schauen mal, löst sich das Band nach kurzer Zeit auf, hält es der ganzen Sache stand, verschmiert sich irgendwie der Kleber, das probieren wir jetzt direkt mal aus. Dazu habe ich hier mal meine Kraus Shinemaster S75 Mini mit. Fangen wir hier drüben beim HPX-Klebeband an und ich poliere jetzt einfach mal hier eine Weile über diese Seite drüber. Komm auch hin und wieder mal gegen die Kante für euch im Zeitraffer und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und ihr habt gesehen, ich bin jetzt einmal längs an der Kante lang gegangen, auch mal komplett über das Klebeband drüber, um zu schauen, löst sich das hier irgendwie an. Also bis jetzt kann ich euch sagen, keine der Kanten ist hier irgendwie stark beschädigt. Wir schauen uns das auch nochmal aus der Nähe an. Und dann schauen wir mal, ob das Klebeband noch greifbar ist, ob es noch gut zusammenhält. Also hier oben ohne Probleme. Ihr seht, an den beiden Kanten entsteht auf jeden Fall so eine kleine Klebekante. Das ist aber ganz normal, weil hier die Politur sozusagen leicht unter das Klebeband geschoben wird. Aber vom Halt her, ich habe es ja jetzt stark beansprucht mit der Excenter, da gibt es überhaupt keine Probleme. Lässt sich auch immer wieder ganz bequem abziehen. Ich ziehe es mal komplett ab. Völlig in Ordnung und ich gehe mal hier über die Klebekanten, ob die irgendwie hier unschön zurückbleiben. Und da gibt es eigentlich auch keine Probleme. Wir haben nur den leichten Polierschleier, der jetzt hier sich rechts und links befindet, aber wir haben keine extrem klebende Kante hier. So, dann testen wir das nochmal hier beim K-Pro. So, wie sieht es hier aus? Klebeband auf jeden Fall noch komplett da, hat sich nicht irgendwie aufgelöst oder ist weggerissen. Lässt sich auch noch entspannt abziehen und auch noch mal gut aufkleben und hat auch so noch eine gute Klebeleistung. Ziehen wir es mal komplett ab und auch hier nehme ich mal in der Mitte die Klebeüberschüsse weg und da bleibt auch nichts zurück. Wir haben wieder nur die Kante, wo noch etwas Politur drauf ist. Also hier bleibt kein Kleberest zurück. Das finde ich positiv. Da gibt es auch keine Einschränkungen. Also hier das K-Pro macht seinen Job auf jeden Fall gut. Kein Negativpunkt bisher. Kommen wir hier zum 3M Scotch Tape. Schauen wir mal nach. Ja, das sieht eigentlich auf den ersten Blick auch noch ganz gut aus. Klebt auch noch, aber ich kann euch eins sagen, die Ränder vom 3M lösen sich so langsam auf und fransen hier an der Seite auch leicht aus. Also hier reißen schon die ersten Fasern ab. Wir schauen uns das auch nochmal komplett aus der Nähe an. Und hier könnt ihr das vielleicht jetzt erkennen, also diese kleinen Ränder, die fransen hier ganz leicht aus und das Klebeband wird hier richtig weich, also das musste jetzt hier schon doch etwas stärker leiden und wenn wir uns das hier mal anschauen, wenn man das abzieht, dann bleibt auch hier dieser kleine gelöste Rand dann übrig. Also das musste definitiv schon leiden von der Widerstandskraft, nicht so stark wie die beiden Vorgänger. Ziehen wir den Rest noch runter, kleben, das macht es auf jeden Fall noch, aber jetzt haben wir hier die Klebekanten und die bleiben ganz deutlich zurück. Ich denke mal, ihr könnt sie gut auf der Kamera auch erkennen. Also dadurch, dass ihr das Klebeband an der Seite anlöst, durch das Polieren, habt ihr hier überall jetzt diesen unschönen Kleberand und den merkt man auch ganz deutlich und den muss man jetzt wirklich stark mit dem Tuch noch auspolieren und das macht Zusatzarbeit und auf Dauer mit einem schlechten Tuch auch dann Kratzer. Es ist nicht unbedingt jetzt hier vorteilhaft. Also da musst du auf jeden Fall Abstriche machen. So viel
zum 3M. Und jetzt geht's los hier, unsere Preis-Leistungs-Alternative, Mahler Kreppband. Und ich sag gleich, wir machen mal Stopp, das lohnt sich nicht mehr. Also ich bin ja effektiv bei allen Bändern ungefähr dieselben Bahnen gefahren. Einmal hier an die Kanten ran, auch mal komplett drüber. Und ja, man merkt deutlich, oder man sieht es eigentlich, also das Band ist ja am Ende. Fühlt sich auch total lapprig und weich an. Und auch der Klebstoff hat sich hier schon auf der Lackfläche niedergelassen. Das ist, denke ich mal, deutlich. Also warum man jetzt hier Malerkreppband nicht unbedingt zum Polieren einsetzen sollte. Und ich kann auch hier mal versuchen, die Sache noch etwas hier von Politur zu befreien, und ihr seht, es bleibt überall diese unschöne Kleber zurück, also ja, das könnt ihr euch hier sparen. Leider nicht geeignet, aber es ist schön, das auch nochmal hier im Video für euch deutlich zu machen. Ja, und jetzt schreibt hier schon der erste von euch in die Kommentare, ja, das war eine Exzenter-Poliermaschine, die hat ja überhaupt keine Power. Wir probieren es auch gerne nochmal mit einer Rotationspoliermaschine aus, geht los. Ich klebe hier nochmal ein paar Bahnen auf, wir haben die Fläche nochmal komplett von Politur und Kleberückständen befreit. Und ich bin gespannt, ich denke mal, ja, mit der Rotationspoliermaschine, da haben alle Bänder auf jeden Fall zu kämpfen, weil das ist natürlich eine ganz andere Power, die dann hier vorherrscht. Da muss man tierisch aufpassen und generell, man sollte immer versuchen, so wenig wie möglich hier diese Klebebänder zu belasten, weil einfach ja, aufgrund des Materials und auch aufgrund der Temperatur, die dann hier irgendwann vorherrscht, vor allen Dingen bei so einer Rotationspoliermaschine, da haben dann auch die Qualitätsbänder zu kämpfen oder auch nicht. Ich bin gespannt, und was wird das Malerkrepp machen? Vielleicht sich nach einer halben Sekunde auflösen. Wir schauen es uns an. Los geht's hier beim HPX. So, dann schauen wir uns das mal an. Also von der Lacktemperatur her, ich habe jetzt extra mal übertrieben, bin mal wirklich rechts und links hier übers Band drüber gegangen. So poliert man normalerweise nicht. Ich wollte ja gleich mal die Höchstbelastung. Und da hat das Band eigentlich ganz gut durchgehalten. Ihr seht, es hat sich nicht aufgelöst. Die Ränder sind auch alle noch klar vorhanden. Das Band hat sich auch deutlich erwärmt, aber lässt sich immer noch gut aufkleben. Und von der Haltbarkeit her gibt es erstmal jetzt hier keine Probleme. Wenn ihr jetzt noch viel, viel stärker drüber geht, was ihr normalerweise beim richtigen Polieren nicht macht, dann löst es sich auch irgendwann auf. Aber wenn ihr hier nur mal kurz gegen das Band kommt und einfach dann wieder absetzt, dann könnt ihr auf jeden Fall damit in Ruhe arbeiten. Und es hat sich wirklich hier gezeigt, dass das gut arbeitet. Klebekanten nochmal wegnehmen, beziehungsweise Politurüberschüsse. Und da haben wir auch keine Klebekanten, die sich hier durch den erwärmten Kleber auf die Lackfläche draufsetzen. Also hier gibt es auch erstmal grünes Licht, man darf es halt nur nicht übertreiben, ganz klar. Wie sieht es jetzt hier beim K-Pro Klebeband aus? Wir schauen mal. Erstmal vom ersten Eindruck her, die Klebekanten sehen noch gut aus, nichts eingerissen, nichts aufgelöst. Hier oben sehen wir ganz deutlich, dass hier etwas der Kleber verschmiert wird, weil hier oben die kleinen Abrisskanten noch nach oben gewölbt wurden und dadurch hat sie oben den Kleber verschmiert. Das nehme ich jetzt mal nicht als Negativpunkt, weil ihr die Seite ja eigentlich hier um das Bauteil rumschlagt und damit habt ihr nicht so eine ja, lockere Seitenkante. Und die sehen wirklich gut aus. Ziehen wir das mal hier runter. Ja, ihr seht also solche Startbereiche, die dürft ihr nicht überpolieren, aber ansonsten klebt auch noch super. Und nehmen wir mal hier den Überschuss nach runter, ob wir hier irgendwie gelösten Kleber haben, der sich raufgelegt hat. Und das sieht gut aus. Also keine unschönen Klebekanten, kein erwärmter, erhitzter Kleber, der hier sich verflüssigt hat und irgendwie in der Gegend rumschmiert. Das sieht sehr gut aus, auch ein gutes Ergebnis. Schauen wir mal hier beim 3M Scotch Tape nach. Da nochmal zur Erinnerung, hat sich ja schon bei der Exzenter etwas aufgelöst. Ich sag's nochmal, immer auf Stufe 1 verteile ich das jetzt hier und dann ungefähr auf Stufe 3 gehe ich dann über das Band drüber, falls jemand von euch da Fragen hat. Also ich gehe jetzt nicht mit Stufe 6, dann zerschießt es mir hier komplett die Bänder. Also 1 verteilen und 3 sozusagen polieren. Ja, und ich kann an der Stelle schon aufhören, also das 3M hält der ganzen Sache nicht stand. Ich habe genau gleich belastet wie die anderen und ja, ich möchte jetzt hier auch nicht mit dem Mikrofasertuch drüber gehen, weil hier ist jetzt eine Mischung zwischen Politur, Klebstoff und Bandrest und deswegen
Ich ziehe es mal hier unten ab. Es fühlt sich auch sehr weich an und ihr seht hier, der Klebstoff hat sich viel zu stark erwärmt und dadurch klebt das Ganze und das Band löst sich auf mit der Rota. Ich gehe jetzt hier nicht mit dem Tuch drüber, dann ist hier mein Tuch komplett Schrott. Die Mikrofaser verklebt, also ihr seht, das 3M, das gibt auf jeden Fall keine besten Noten hier in der Kategorie. Kommen wir hier zum Maler Kreppband und ich bin gespannt, was hier passieren wird. Nochmal ja, alles richtig angedrückt, los geht's. Und ihr habt es gesehen, ich habe hier richtig schön Druck auf die Fläche draufgebracht, um mal hier das Klebeband stark zu belasten. Auch leichter Dampf steigt hier auf. Also das hat jetzt nichts hier mit optimalen Polieren zu tun, sondern wir wollen einfach mal Höchstbelastung für die Bänder. Und da muss ich sagen, das Klebeband hier, das Malerkreppband, die Kanten sehen gut aus. Nichts ausgefranst, nichts eingerissen oder hat sich aufgelöst. Ja, wird warm. Und hier sieht man auch nochmal den kleinen Nachteil, oder was heißt den kleinen Nachteil, eher den großen Nachteil, hier löst sich dann langsam der Klebstoff an. Also der wird zu schnell warm und dadurch wird er sehr, sehr schnell flüssig und bleibt dann hier auf der Lackfläche drauf liegen. Ich hoffe, ihr könnt hier diese Kleberückstände erkennen. Und hier nochmal in der Nahaufnahme, hier seht ihr diesen Kleberückstand. Ich kann ihn auch mit dem Finger verteilen. Also der Kleber von so einem Malerkreppband wird ultra schnell flüssig und verteilt sich dann und liegt dann auf der Lackfläche. Das Band hat erstmal gut durchgehalten. Nehmen wir nochmal hier den Bereich ab und dann haben wir auch rechts und links Kleberückstände. Also es hat sich doch hier einiges abgesetzt an den Rändern und die müssten wir jetzt mit mühevoller Kleinarbeit irgendwie auspolieren oder ja, mit Kochchemie Eulex oder mit Isopropanol versuchen irgendwie zu lösen. Jetzt reibt er wieder unendlich oft drüber, ist zusätzliche Arbeit, ärgerlich. Also auch hier aufgrund der Leistung dafür echt keine Empfehlung bei sowas. So, und dann kommen wir hier zum Ranking und ich denke mal, ihr werdet mit mir hier einer Meinung sein. Das K-Pro und das HPX haben hier wirklich das beste Bild gezeigt. Hier beim 3M auf der Fläche, das hat sich leider bei höherer Belastung sofort aufgelöst und eingerollt. Und ja, das Malerkrepp ist auch nicht zu empfehlen. Lässt hier unschöne Klebekanten zurück, der Klebstoff verteilt sich auf der Fläche und ja, nicht unbedingt hier der Hit. Deswegen die beiden definitiv weiter zu empfehlen, was die Haltbarkeit angeht. Hier eher eingeschränkt, nur vielleicht im Exzenter-Bereich noch mit einsetzbar, aber auch da zeigt es schon leichte Schwächen und das Kreppband, nee, Finger weg. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie und das ist hier die Flexibilität, weil wir kleben ja zum Beispiel solche Gummidichtungen ab, wollen hier auch mal um so eine kleine abgerundete Ecke das Klebeband fixieren. Und wir starten mal hier mit dem HPX-Klebeband. Wie flexibel kann man das hier um so eine Ecke herumführen? Ihr legt das ja dann hier so auf. Und dann hier die Kurve rum. Naja, das lässt sich auf jeden Fall machen, aber so richtig 100% flexibel ist es nicht. Lässt sich wieder gut abziehen. Hier diese Vertiefung, die könnt ihr dann auf jeden Fall auch so belassen, auch wenn hier eine kleine Gummikante dahinter ist. Aber an die kommt er ja nicht ran, weil er hier oben mit dem Teller drüber geht. Wichtig ist dann der hintere Bereich und den konnte ich echt gut abkleben. Wirft zwar hier ein paar Falten, aber ich würde sagen, das kann sich auf jeden Fall so sehen lassen. Und man muss jetzt nicht zwei einzelne Teile so übereinander kleben. Kann man auch machen, aber hier mit dem Band geht ohne Probleme. Nächstes Klebeband hier von K-Pro. Erst wieder hier oben an unserer leicht geschwungenen Kante. Und das lässt sich ähnlich gut machen. Gibt es hier keine Probleme. Hat jetzt zwei effektiv größere Knicke. Schützt aber hier diese ganze Gummifläche. Und damit könnt ihr hier auch über die Kante etwas drüber rauspolieren. Also das funktioniert für diese kleinen geschwungenen Kanten. Wie sieht es hier beim 3M Scotch Tape aus? Setzen wir mal genauso an. Jetzt gehe ich hier die Kurve rum, muss einen Knick machen, muss zweimal knicken und dann habe ich auch das ohne Probleme abgeklebt. Wieder geschützt beim Polieren. Jetzt nochmal hier das Malerkrepp. Das ist ja so im Einsatz bei Lichtschaltern und so weiter. Also das sollte eigentlich auch kein Problem geben. Ist ja auch voll in Ordnung, aber von der Klebeleistung her, ihr seht, das hat einfach nicht diese Klebepower wie diese normalen Bänder. Ich kann es auch nochmal richtig hier an den Gummi randrücken und dann, ja, Klebeleistung hier absolute Katastrophe. Und damit kommen wir jetzt zum Abschluss zu einem kleinen Fazit. Wir hatten die vier Bänder für euch im Test, das 3M, das K-Pro HPX und ein Universal-Maler-Kreppband. Von den Ergebnissen her hat uns hier das K-Pro und das HPX am besten gefallen. Die haben ein sehr gutes Klebebild, die kann man auch mehrmals wieder abziehen, wieder aufkleben und haben auch so eine sehr gute Standfestigkeit, vor allen Dingen gegen Extender-Polier-Maschinen, funktioniert wirklich super. Bei einer Rotation hat es hier auch super geklappt. Ich gebe trotzdem nochmal den Hinweis, wenn ihr mit einer Rotationspoliermaschine arbeitet, müsst ihr definitiv trotzdem sehr, sehr stark aufpassen, weil aufgrund
aufgrund der Wärmeentwicklung und der Kraft von so einer Maschine, irgendwann hält auch so ein Premium-Klebeband nicht mehr stand, also da definitiv aufpassen. Beim 3M haben wir gesehen, dass auch die S75 Mini hier von Kraus schon die ein oder andere Klebekante anlösen konnte, beziehungsweise ist da der Rand aufgerissen, der Klebstoff hat sich leicht abgelöst und schon hat man hier unschöne Klebekanten. Also hier müsst ihr echt aufpassen beim 3M, sehr, sehr vorsichtig damit arbeiten, wenn es geht, echt für die kritischen Stellen wirklich vielleicht ein anderes Band nutzen. Für grobe Abklebeaktionen reicht aber das 3M auf jeden Fall noch aus. Und das Malerkrepp, ja, ihr habt es deutlich im Video gesehen, das hat keine gute Klebeleistung. Auch so vom Widerstand her, es löst sich dann auch mit einer Weile auf und lässt auch ganz böse Klebekanten zurück. Also hier diese Kreppbänder fürs Polieren, wenn ihr es wirklich ernsthaft betreiben wollt, nicht mit in den Einsatz nehmen. Deswegen sind diese drei hier bei vielen von euch schon vielleicht im Einsatz und ihr habt jetzt unsere beiden Favoriten hier bekommen und das 3M wirklich nur für den Allround-Einsatz. Hier nochmal die zwei Alternativen. Wir haben hier noch Panzertape, das auf keinen Fall auf den Lack kleben. Das hinterlässt auch riesengroße Kleberückstände. Es haftet unendlich stark und ihr wollt damit einfach nicht arbeiten. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, auf eigene Gefahr. Und hier haben wir noch Paketband und das habe ich hier mal auf die Lackfläche aufgeklebt. Und das hinterlässt auch unschöne Rückstände, auch Klebekanten. Und ihr habt hier so kleine Reste, das löst sich einfach auf. Also wir brauchen es euch nicht weiter zeigen. Nehmt es erst gar nicht in den Einsatz, so ein Paketklebeband zum Abkleben beim Polieren. Und das ist auf jeden Fall nicht geeignet. Könnt ihr euch hier vielleicht noch ans T-Shirt kleben. Ihr könnt auch mal unten reinschreiben, welches Klebeband nutzen ihr. Nutzt ihr hier so ein ganz normales Malerkrepp und seid damit zufrieden? Nutzt ihr das 3M, K-Pro oder das HPX? Schreibt es mal unten rein. Auf jeden Fall mal interessant, hier mit euch Erfahrungen auszutauschen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.